die man halt immer ausführt. Na komm, Sherlock, das schaffst du. Los. Oh nein, wir sind vergiftet. Oh oh. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Mit der HDPVR hatte ich gerade mal mich informiert. Und zwar braucht man dafür einen HD-Fernseher, um das mit den Composite-Kabeln oder wie die heißen da anzuschließen. Und ich habe wirklich keinen HD-Fernseher. Ich bin auch... da ich nicht wirklich viel Fernsehen gucke, brauche ich auch eigentlich gar keinen. Aber wenn ich mal richtig hier aufnehmen will, dann muss ich mir das anscheinend noch besorgen, so einen Fernseher. Habe ich so zumindest erfahren, dass man dafür... Ah ja, chill doch mal. Super Trank, los! Muss mal wieder... Wie sah das denn aus? Das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Und ein Gegengift bitte. Oh, eins haben wir sogar noch. Zack! Entgiftet! Und dann gehen wir mal weiter hinunter. Düdüm. Düdüm, düdüm. Düdüm. Ach ja, dieses Haus ist das. Ach, jetzt weiß ich auch, in welcher Stadt dieses Riesenhaus ist, an was ich die ganze Zeit denken muss. Das ist doch da, wo diese Kampfarena ist. Wo man Nocturne oder Nocturne oder Kikli bekommen kann, genau. Da war das, das war gar nicht hier in der Stadt. Dass ich das immer verwechsel, nur weil hier ein riesen Einkaufszentrum ist. Wahnsinn, ich dachte, da wären wir jetzt schon. Aber dann wäre das Spiel ja schon fast zu Ende. Das wäre total traurig. Und wie ich mitbekommen habe, gibt es in diesem Remake von Pokémon Rot... gibt es zwei neue Inseln irgendwie, keine Ahnung, was die bringen sollen oder so. Aber auf jeden Fall sind die legendären Pokémon wie Lavados, Zapdos und Arctos auch anders verteilt. Habe ich zumindest so gehört. Aber ich meine, die sollten doch schon noch da sein. Wir werden uns das später mal genauer anschauen und das Ganze überprüfen. Wir werden das dann ja sehen. Wann entwickelt er sich hier eigentlich? Während des Trainings hat er sich kein einziges Mal entwickeln wollen und wir sind doch schon Level 36 jetzt in letzter Zeit geworden. Und irgendwie sollte der sich doch so langsam mal entwickeln. Oder bin ich da falscher Meinung? Was? Boah, geil. Ich habe vorhin dieses Adventszeug für euch bestellt. Das hat jetzt nun doch hingehauen. Ach, jetzt entwickelt er sich. Okay, ich erzähle gleich weiter. Guckt euch erstmal diese epische Entwicklung an. Und wir haben ein Turtok bekommen. Boah, das ist so ein geiles Pokémon. Ah, einfach Hammer. Yay. Ja, was ich erzählen wollte jetzt war, dass ich halt... Was geht wohl jetzt nicht runter? Dass ich... Boah, ich werde hier... noch voll abgelenkt. Ich hatte die Sachen jetzt für diese Adventsaktion doch bestellen können. Also, ist schon genial. Also, ich weiß nicht, ob euch das Ganze so sehr interessiert. Ich will es einfach mal ausprobieren dieses Jahr. Wenn es dieses Jahr ankommt, kann ich das ja nächstes Jahr wieder machen. Vielleicht werden dann auch ein bisschen, ja, wertvollere Sachen kommen nächstes Jahr. Diesmal sind es noch eher nicht ganz so teure. Insgesamt habe ich jetzt 70 Euro ausgegeben für die Produkte, die ihr dann halt... Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, ne? Scheiße. Die ihr dann bekommen könntet. Je nachdem, wie ihr da mitmachen wollt und so. Aber, ja, so viel sei schon mal gesagt. Ich habe es auf jeden Fall jetzt geschafft. Jetzt brauche ich nur noch das Intro zusammenbekommen. Und dann kann es auch eigentlich schon ab den ersten losgehen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze so ankommt, wie viele mitmachen werden. Ich möchte dadurch jetzt nicht irgendwie irgendeinen Scheiß bewirken. Ich will einfach nur euch damit eine kleine Freude machen. Könnt ihr ja vielleicht verstehen. Ich meine, ihr guckt meine Videos fleißig und keine Ahnung. Meine Abonnenten haben auch mal was verdient von mir. Bin ich der Meinung. Nicht, dass ich euch jetzt Geld zahle oder so, aber... Ja, warum nicht, ne? Ich meine, ich kann ja auch ruhig mal zu der Zeit von Weihnachten auch mal was Kleines an euch verschenken.
Aber was das genau ist, das werdet ihr dann sehen. Dum, 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 dum. Yay, 36 sind wir. Boah, ey, voll geil. Ein Tour-Talk. Oh. Okay, Aquaknarre. Ich mach mal eben das Fenster zu. Also nicht wundern, wenn ich jetzt mal eben ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gehe. Oh, sorry, Leute. Ich hatte jetzt irgendwie keinen Bock auf Pause zu drücken. Ihr solltet das Ganze schön mitbekommen. Denn ihr wollt ja auch wissen, was ich so nebenbei noch alles erledigen kann. Ich bin voll multitasking-fähig hier. Ich drücke auf Tasten, spreche ins Mikrofon, gucke auf den Monitor, nehme das alles wahr. Und dabei rede ich noch wie so ein... Nee. Das habe ich ja schon gesagt, dass ich ins Mikrofon dabei laber. Komisch. Was haltet ihr eigentlich von Allotrix? Das würde mich mal interessieren, der hat ja so einen Mega-Hype und ist jetzt ganz schön mega bekannt geworden. Ob er verdient hat oder nicht, ist eine andere Sache. Er labert halt viel Scheiße und das kommt halt bei den jüngeren Menschen gut an. Die heutige Jugend interessieren solche Themen natürlich auch, wenn es um Mädchen geht und so weiter. Aber, ja, was soll ich sagen, 300.000 Abonnenten ungefähr hat er, glaube ich. Ich meine, ich gucke seine Videos jetzt nicht. Am Anfang habe ich so geschaut, da fand ich es noch witzig mit seinen Sprüchen und so. Er kommt ja auch hier irgendwo aus der Nähe, irgendwie Ulm oder so war das, ne? Ist eigentlich ein verrückter Typ. Ist einfach verrückt, was soll ich noch anderes dazu sagen. Verrückt ist verrückt. Fertig. Und weiter runter. Boah, ey, ich verwirre mich hier im Haus. Aber im Grunde habe ich nichts gegen ihn. Nur ich finde, die Themen, die sprechen mich persönlich jetzt nicht wirklich an. Ist ja seine Sache, über was er labert bei seinen Commentaries. Er macht ja keine Let's Plays. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Szene, als diese, in der ich mich befinde. Haha, hallo. Von dir bekommen wir doch den Schlüssel, ne? Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Ach, und da bist du dir sicher, Typchen? Ich glaube schon, dass ich dir den entlocken kann. Gibt's eigentlich bei diesem Dings hier auch wieder eine Taschenbegrenzung, dass man nur so und so viele Items mitnehmen kann, oder ist das jetzt unendlich geregelt? Ich weiß das nicht. Das wäre ja auch mal interessant zu erfahren. Also wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr überhaupt bis hierhin geguckt habt. Ist ja nicht so selbstverständlich, dass die Leute auch die Dinger hier bis zum Ende gucken, ne? Und ich habe das Gefühl, ich labere auch schon wieder ein bisschen zu viel. Ich bin so eine kleine Quasselstruppe heute, ne? Oh Mann, oh Mann. Boi. Boi. Und wir haben ihn besiegt und haben den Liftöffner genau. Wir haben den Liftöffner gefunden. Was ist das denn da? Kann man da was bekommen? Nö. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Überall stehen diese behinderten Scheißautomaten rum. Flup, flup. Und dann wieder ab nach oben und den nächsten Weg nehmen. Und zwar hier lang. So, 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 so. Denn wir wollen ja auch alle Items, die man hier bekommen kann, mitnehmen. X-Tempo. Okay, das ist was für den Kampf. Verschiedene Lichter blinken. Oh mein Gott, verschiedene Lichter. Gefährlich. Dann das hier, Mondstein. Warum liegen hier Mondsteine rum? Verdammte Kacke. Ein Labyrinth voller Items. Warum lassen die das hier liegen? So. Wohin müssen wir jetzt? Ich schätze mal... Wenn ich jetzt da nach rechts gehe, komme ich auf diese Platte. Und wenn ich... Boah, was dat'n Piepen. Wenn ich jetzt da lang gehe, komme ich da drauf. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, komme ich auch im Prinzip dahin. Hm, komisch. Ich gehe einfach mal hier lang. Und dann hier lang. Und dann hier lang. Und dann... erstmal da lang. Dann kann ich ja immer noch entscheiden. Und da lang, weil ich ja noch das Item haben möchte. Genau. Herzlichen Dank, Super Trunk. Boah, das hat sich gereimt. Boah, bin ich cool. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Deswegen gehen wir mal wieder. Kacke. So, so. So, so. Und so. Und fertig, haben wir das Labyrinth gepackt. War ja jetzt nicht wirklich schwer. Und dann gehen wir mal hier hoch. Ach nein! Das war doch geplant, dass du da stehst. Du Arsch. Nein.
So. Ah, Quacknarre. Wir könnten auch gleich mal das Pokémon wechseln, was an erster Stelle ist, denn der hier hat ja schon ein ordentliches Level erreicht. Jetzt schon. Boah, schon fast 37. Ich denke, wenn wir mit diesem Kampf hier fertig sind, ist er jetzt 37 und dann kannst du ja ruhig mal vorangehen. Und 37. Dann können wir ja gleich tauschen. Wenn ihr jemanden kennt, der mir das Intro vielleicht machen könnte, dann könnt ihr das mir auch mal irgendwie Kontaktdaten zukommen lassen oder so. Ich habe jetzt schon ein paar angefragt, aber ja, irgendwie scheinen die Designer ein bisschen ja von ihrem Ruhm überkommen zu sein. Die meinen erst gar nicht antworten zu müssen. Ich meine, in einer Hinsicht kann ich es verstehen, die bekommen bestimmt viele Anfragen. Aber wenn ich schon frage, dann kann man ja auch wenigstens sagen, nein, sorry, ich habe gerade zu viel zu tun. Und vor allem, ich habe diesen einen geschrieben, ob er das vielleicht machen könnte. Dann hat er in Facebook was gepostet. Ich habe mal gefragt, wie, ja, ob meine Nachricht angekommen ist und so, weil irgendwie kam er nicht zurück. Und dann schreibt er einfach nur ja. Ich frage, ja, und wie sieht's aus? Kannst du machen oder nicht? Weil ich plane das Ganze ja auch und so. Ich muss das ja schon wissen, ob ich mir jemand anders suchen muss. Und darauf kam einfach mal wieder keine Antwort. Finde ich jetzt nicht so optimal. Aber na gut, ist eine andere Geschichte. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr das ja einfach mal machen, wenn ihr einen Designer kennt oder so. Ich könnte zwar auch meinen Channel-Designer fragen, aber ich weiß nicht, ob der sich mit Animationen und sowas auskennt. Der Designer sollte schon was mit After Effects und sowas drauf haben. Also nicht nur Photoshop, irgendwie Hintergründe designen oder so. Man sollte schon ein bisschen animationstechnisch auch was auf dem Kasten haben. Ich meine, ich könnte es zwar auch selber versuchen, aber keine Ahnung, ich habe so schon viel zu tun. Und dann noch solche Sachen nebenbei zu machen, das ist schon echt heavy. Wenn, man kommt in der Party überhaupt hier online? Das ist ja... ja, kann ja sein, dass das schon lange, Dings ist. Hier, der wievielte, der erste. Aber nee, ich glaube nicht. Wir haben jetzt den 22. Das wären noch... Wie viele Tage hat der Monat? Ich weiß es gerade gar nicht. Calcium! Calcium! Guck mal, die haben hier Laptop stehen und alte PCs, ey. Besser nicht herum sparen. Aha, hallo? Ich will da rein. Hallo? Fuck! Nein! Ich hätte vielleicht erst ändern sollen. Na, egal. Kacke. Verdammt. Ja. Und Bees. Boah, ist der krass. Also Turtok, ich finde, der sieht irgendwie voll genial aus. Ich weiß nicht warum. Sieht zwar nicht mehr aus wie eine Schildkröte, aber... Was soll das denn darstellen? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, die meisten Pokémon, also die, keine Ahnung, die sollen ja irgendwas darstellen, ne? Shigi eine Schildkröte, Pikachu eine Maus, Taubsi ein Vogel, Retter eine Schlange. Also zumindest bei den meisten. Und was soll das denn hier darstellen? Eine Mega-Schildkröte oder? Oder was soll das sein? Und bald bekomme ich meine G15. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe ja jetzt so eine HP Wireless Tastatur die ganze Zeit in Benutzung, mit Batterie betrieben. Und ich hatte ja damals schon mal ein wunderschönes Equip. G15 und sowas. Da war die noch relativ neu. Und die möchte ich einfach wieder haben. Ja, so ein wunderschönes Gefühl beim Tastenanschlag und so. Am liebsten würde ich mir so eine spezielle holen, die man gar nicht hört, wenn man die Tasten anschlägt, weil die irgendwie mechanisch ist. Und das wäre schon heftig. Wäre schon nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder nicht das Pokémon getauscht. Ist ja schon 38 gleich. Und damals hatte ich auch einen wunderschönen 27 Zoller von Samsung. Ich glaube, der H... H2770D oder... Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da war da richtig groß. Ich habe ja jetzt hier zwei...